Aus Berlin das Thema bei Anne Will. Das verflixte 10. Jahr. Wie viel Autorität hat Angela Merkel noch? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke. Danke für den Empfang. Das auf Parteitagen Bilder für die Ewigkeit entstehen würden, ist so üblich jetzt auch nicht. Aber diese Bilder vom vergangenen Freitag, die wird man sich merken, als Horst Seehofer eine knappe Viertelstunde lang die Bundeskanzlerin neben sich stehen ließ und sie dazu zwang, ihm zuzuhören, wie er nochmal und nochmal von den Obergrenzen gesprochen hat und davon, warum die CSU dafür ist. Das wusste die Kanzlerin vermutlich schon. Sie musste es sich aber nochmal anhören und sie ertrug. Es lässt uns fragen, wie viel Macht, wie viel Autorität hat Angela Merkel noch? Und darüber wollen wir diskutieren heute Abend mit der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, mit dem ehemaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Donani, mit der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Sarah Wagenknecht, und dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr von Donani, in dieser Situation, in der sich Angela Merkel wiederfand, hätte sie irgendwas anderes und auch besser machen können? Ach, man kann immer was besser machen, aber ich finde, sie hat es richtig gemacht. Die Leute standen vor der Tür, die kamen aus Österreich und waren lange Wege gegangen. Und dann hat sie gesagt, wir können die nicht vor der Tür stehen lassen, wir müssen sie reinlassen. Sie meinen jetzt die Entscheidung, die Flüchtlinge aus Ungarn zu holen? Ja. Ich meinte jetzt eigentlich die Situation, als sie neben Horst Seehofer auf der Bühne stand und minutenlang ihm zuhören musste. Sowas muss man ertragen. Hätte sie da was besser machen können? Ich glaube nicht. Man hat die Wahl. Man kann natürlich sagen, jetzt möchte ich auch noch mal ins Mikrofon. Das ist auch im Bundestag manchmal vielleicht wünschenswert und geht richtig noch mal in die Debatte. Man kann es aber auch einfach aushalten und durchstehen. Und ich finde, das ist ein Weg. Und wenn man sie so sieht, ich sehe sie da jetzt ja stehen und Herrn Seehofer auf der anderen Seite. Also sie hat das einfach ertragen. Und vielleicht hat sie auch gedacht, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und nun wollen wir mal abwarten, wie das weitergeht. War es richtig, Frau Kramp-Karrenbauer, es zu ertragen, es zu erdulden und nicht Horst Seehofer sofort eine gepfefferte Antwort rüber zu donnern? Ja, es war richtig, weil sie damit auch deutlich gemacht hat, dass sie auch im Gegenwind steht zu ihrer Haltung. Im Übrigen hat sich die Tat auch selbst gerichtet. Das war die Rede von Horst Seehofer am Vortag seiner Wiederwahl als CSU-Vorsitzender. Das Ergebnis hat gezeigt, dass es ihm nicht sozusagen die hundertprozentige Anerkennung in der CSU gebracht hat. Das glauben Sie, hängt zusammen? Ja, das hängt zusammen damit. Und es hat ihm eines der schlechtesten Ergebnisse gebracht. Insofern fand ich es bemerkenswert, wie sie das sozusagen, mit welcher Haltung sie das durchgestanden hat. Und ich halte es für richtig, denn sie macht damit deutlich, ich stehe im Gegenwind und ich beuge mich auch keiner Stimmung auf einem Parteitag. Ist Gegenwind auch schon Autoritätsverlust? Nein, es ist etwas vollkommen Normales in der Demokratie und es ist etwas, was vor allen Dingen zu erwarten ist in einem Thema, das unsere Gesellschaft, sicherlich auch alle politischen Parteien, aber insbesondere natürlich auch die CDU im Moment so bewegt und so umtreibt. Jeder, der etwas anderes glaubt, wäre vollkommen naiv in der Politik. Ist es ein Autoritätsverlust, den man da sieht und vorgeführt bekommt? Also ich glaube, die Situation, die war ja vor allem eine grobe Unhöflichkeit von Herrn Seehofer. Also das kann man ja nicht anders sagen. Also ich glaube, egal auf welcher Seite man jetzt steht und wer man meint, hat Recht oder Unrecht, das macht man nicht. Und ich glaube, dass sie dadurch, dass sie die Kontenance bewahrt hat, dass sie nicht das weiter eskaliert hat, sie hätte ja auch einfach gehen können, hat sie wahrscheinlich die Situation gewonnen. Aber was ich viel problematischer finde, also sag mal, das, was die CSU mit der CDU streitet, das ist das eine. Das andere, was mich eigentlich mehr umtreibt, sie hat natürlich schon in den letzten Wochen in der Bevölkerung viel Autorität verloren. Und zwar, ich glaube, nicht deshalb, weil sie diese Geste gemacht hat und gesagt hat, also wer aus einem furchtbaren Krieg, wer vor Terror flieht, der soll in Deutschland Aufnahme haben. Ich glaube, dass, da gab es ja auch Umfragen, diese Geste gerade auch bei den ungarischen Flüchtlingen damals eigentlich von sehr, sehr vielen Menschen begrüßt wurde. Aber das Schlimme ist, dass sie
Bevölkerung, und ich sehe das eigentlich auch so, nicht das Gefühl hat, dass sie irgendeinen Plan, irgendein Konzept hat, wie sie jetzt dieses Problem bewältigt, sondern sie lässt die Städte und Gemeinden allein mit dem Problem. Sie lässt es zu, dass tatsächlich auch dort Überforderung existiert, weil die natürlich extreme Finanzprobleme schon vorher hatten, viele Kommunen. Jetzt sind tausende Flüchtlinge in den einzelnen Städten, in den einzelnen Gemeinden, und der Bund hilft ihnen nicht. Und diese Hilflosigkeit, diese Konzeptionslosigkeit, das fällt dir jetzt auf die Füße, und ich glaube, das ist der Kern ihres Autoritätsverlusts in der Bevölkerung. Also das ist doch von Konzeptionslosigkeit, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Sehr kurz nach dieser Entscheidung hat die Bundesregierung, hat das Kabinett, und zwar die Große Koalition, also zwei große Parteien, haben viele Einzelentscheidungen getroffen, wie man einen Weg der Begrenzung gehen kann. Und zweitens hat sie immer gesagt, man muss die Außengrenzen, da muss man ansetzen. Und deswegen ist sie in die Türkei gefahren, deswegen wird mit den Türken über diese Frage geredet. Vielleicht kann man da auch noch mehr tun in der Richtung. Aber zu sagen, das sei konzeptionslos, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich wüsste nicht, was für eine andere Konzeption sie anbieten würden. Man muss ja dann sich immer fragen, was würde man selber tun in so einer Lage? Und da glaube ich, würden sie auch nicht sehr viel weiterkommen. Man muss die Außengrenzen machen, und da muss man den Kommunen helfen, was man ja tut. Und Sie können vielleicht am besten uns sagen, was da gegenwärtig für die Kommunen gemacht wird. Aber es ist ja nicht ausreichend, das wissen Sie doch auch. Also wenn Sie mit einem Bürgermeister sprechen, wenn Sie mit einem Landrat sprechen, gegenwärtig, dann sagt er Ihnen, er ist am Rande der Verzweiflung, weil die Kommunen kein Geld haben, weil sie ein bisschen was vom Bund bekommen, was aber bei weitem nicht die zusätzlichen Kosten deckt. Und das, was jetzt im Effekt passiert, ist, dass gekürzt wird an anderer Stelle. Und meistens zulasten natürlich der Bevölkerung und nicht gerade der Reichen, sondern der weniger Reichen. Und das vergiftet das politische Klima. Das ist schon ein Kernproblem. Das ist jetzt in der Aussage her vollkommen überzogen. Also die Kommunen im Saarland sind wirklich finanziell sehr in einer sehr schwierigen Lage. Wir sind ein Haushaltsnotlageland. Aber wir sind eines der Länder, das das Geld, das der Bund zum Beispiel gibt, während die Verfahren laufen, 1:1 an die Kommunen weitergibt. Andere Bundesländer, richtig, Nordrhein-Westfalen oder andere, machen das nicht. Das heißt, es jetzt zu sagen, alles, was in der Bundesrepublik in dieser Situation schwierig ist, und es ist auch von der Masse her eine Situation, mit der wir vorher nie konfrontiert waren, das ist zurückzuführen auf die Bundesregierung oder nur auf die Kanzlerin, das blendet einfach aus, dass wir 16 Bundesländer haben mit eigenen Verantwortung, gerade gegenüber den Kommunen. Und ich sage auch mal als Ministerpräsidentin, hier gibt es eine gesamtstaatliche Verantwortung, zu der müssen wir auch stehen. Und da gibt es Bundesländer, die machen es besser, und andere, die machen es nicht so gut. Es gibt eine auch zur Wahrheit gesamtstaatliche Verantwortung, aber es gibt nicht die komplette gesamtstaatliche, nenne ich jetzt mal, Begeisterung dafür, für das, was die Kanzlerin macht. Ich hatte gefragt nach einem Autoritätsverlust. Sie hatten gesagt, Sie sehen den Autoritätsverlust eher innerhalb der Bevölkerung. Herr Lindner, wenn wir uns die Situation nur einen Moment noch mal vergegenwärtigen, die uns Anlass gibt, danach zu fragen. Sie wissen ja, wie robust die Kanzlerin mit kleineren Koalitionspartnern umgehen kann. Haben Sie sich eine Sekunde gefreut über den Zwergenaufstand von Horst Seehofer? Nein, dazu ist die Lage zu ernst. Die Bundeskanzlerin hat diese Situation mit Souveränität durchgestanden, das ist richtig. Aber es war eine blamable Situation für Horst Seehofer. Und im Übrigen halte ich es auch für dumm, auf offener Bühne wirklich fundamentale, konzeptionelle Unterschiede zwischen CDU und CSU zu zeigen. Die gibt es aber schon, ne? Ja, ich glaube schon. Meine Sorge ist jetzt weniger der Autoritätsverlust der Frau Bundeskanzlerin, sondern eher, welcher Eindruck sich für die Menschen, die ja vielfach auch mit Verunsicherung jetzt umgehen müssen, welcher Eindruck sich für die Menschen ergibt, wenn weder CDU noch CSU noch SPD sich auf eine gemeinsame Linie verständigen zur Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland. Und sprechen wir den Kern doch ganz offen an. Aus meiner Sicht war es, Herr von Donani, schon ein Fehler, dass Frau Merkel den Eindruck einer unbegrenzten Willkommenskultur in Deutschland erweckt hat. Das hat sie ja gar nicht gemacht. Von ihren Gesten, kann sich ja jeder von informieren, wer in den sozialen Medien unterwegs ist. Ja. Von ihren Gesten ist der symbolhafte Eindruck hängen geblieben. Wer ein anderes Leben sucht, kann es in Deutschland finden. Und wir müssen bei aller gebotenen Solidarität sagen, selbst unsere deutschen Möglichkeiten sind begrenzt. Umso wichtiger wäre von der Kanzlerin ein klares Signal, dass sie das auch verstanden hat, so wie die schwedische Regierung es gemacht hat. Das bleibt bei ihr aus.
Und daher kommt jetzt ein Autoritätsverlust, weil Herr Schäuble und Herr de Maizière durch Taten und Worte fortwährend in Widerspruch zur Frau Bundeskanzlerin geraten. Also ich wünsche mir einen einheitlichen politischen Ansatz. Bei dieser Lesart stimmt aber etwas nicht. Wir haben über das Ganze von Jahresanfang auch im Kreis der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass die Zahlen steigen. Jetzt kann man den Vorwurf machen, die Bundesregierung insgesamt hat zu spät darauf reagiert. Aber wenn das über das Jahr gestiegen ist, dann stimmt die Lesart nicht, dass eine freundliche Geste der Kanzlerin sozusagen alle Flüchtlinge dieser Welt hierher gelockt hat. Im Übrigen wären das dann auch die Bilder von München oder andererseits. Es ist eine Entwicklung gewesen, die ursprünglich damit zusammenhängt, wie sich die Situation auch um uns herum entwickelt. Und wir haben ganz deutlich gesagt, und die Kanzlerin hat ganz deutlich gesagt, sie wird alles daran setzen, dass die Ursachen, dass die Situation sich für die Flüchtlinge um uns herum verbessert, sodass sich nicht mehr so viele Menschen auf dem Weg hierher machen. Er hat das Wort Begrenzung in den Mund genommen. Wenn Sie Schweden ansprechen, dann muss man hier, die Wahrheit ist konkret, auch in Deutschland sagen, ob man das sehr individuelle Recht auf Asyl in Deutschland dann ändern und abschaffen will. Das wäre dann die Konsequenz. Aber man kann nicht einfach von Obergrenzen reden und nicht sagen, was die andere Seite der Medaille wäre. Und das wäre die Veränderung des individuellen Rechts auf Asyl. Und diese Konsequenz höre ich auch nicht bei denjenigen etwa in der SPD oder in anderen Parteien, die über Obergrenzen reden. Aber also vielen Dank für diese wichtige Einschätzung, Frau Kamp-Karrenbauer. Ich bin unterschiedlicher Meinung, was das Signal von Frau Merkel angeht. Also die Leute, die aus unserer Partei unterwegs sind, Türkei, Jordanien, Libanon, in den Lagern oder auch in Bulgarien, die sagen, ab September ist sehr wohl eine Verstärkung der Sogwirkung nach Deutschland zu bemerken. Deshalb sind ja auch die sozialdemokratischen Freunde von Herrn Donani, von Herrn von Donani überall in Europa erbost über diese Politik der Bundesregierung. Wir versuchen ja, unsere deutsche Politik der unbegrenzten Öffnung auch anderen Europäern zu oktroyieren, die das nicht wollen. Also ich sehe da schon einen Zusammenhang. Nur das Kernproblem sprechen Sie ja selber an. Innerhalb der Bundesregierung, Obergrenze und Kontingent und Fluchtursachen, auch heute in der Generaldebatte. Die Bundesregierung ist, obwohl jetzt Monate verstrichen sind, noch jede Antwort schuldig geblieben, wie sie das Problem unter Kontrolle bekommt. Und ich finde, dass das ein Staatsversagen ist, das wir nicht auf Dauer fortsetzen können, ohne dass der Staat selbst an Autorität verliert. Also ich bin Teil dieses Staates. Jetzt können alle beieinander. Ich würde es gerne ordnen, Herr von Donani. Antworten Sie würden. Also, Helena, das stimmt doch einfach nicht. Dass es hier ein Staatsversagen Das stimmt doch einfach nicht. Die Bundesregierung hat sehr schnell Entscheidungen getroffen, und zwar beide großen Parteien gemeinsam, in der Frage, ob man die Anreize in Deutschland reduziert, wie man solche Asylbewerber, die eigentlich keine sind, schneller zurückschickt. Das ist 6 Wochen her. Ist aber eine Sache der Länder. Das ist eben sehr schwer umzusetzen. Und wir haben auch, wie ein Freund von mir mal gesagt hat, zwar ein Rechtsstaat, aber in Wahrheit ist es ein Rechtsmittelstaat. Immer weiter werden Prozesse geführt und die Leute können ja zum Teil Jahre hier bleiben, bis dann die Prozesse zu Ende sind. Und dann schließlich müssen sie gehen, weil sich herausstellt, dass sie kein Asylrecht eigentlich haben. Also die Bundesregierung spricht, und zwar beide große Parteien, sprechen von einer Begrenzung, einer möglichst schnellen Begrenzung, einer Begrenzung, die an den äußeren Grenzen Europas in erster Linie gemacht werden muss, sprechen deswegen mit den Türken, versuchen, was man an der libyschen Küste machen kann. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen. Was ich verstehe, das war Ihr Einwand vorhin, dass man das hätte früher sehen müssen. Da bin ich der Meinung, haben alle Regierungen in Europa versagt. Und da würde ich auch sagen, hat die Bundesregierung nicht rechtzeitig erkannt, dass die Leute über 200 Seemeilen aus der libyschen Küste gekommen sind, aber der Weg aus der Türkei auf die griechischen Inseln nur 5 oder 7 Seemeilen sind. Und wenn die Leute da mit dem Ruderboot rüberkommen können, mit dem Paddelboot rüberkommen können, da hätte man sehen müssen, was da passiert. Das ist eine Kritik, finde ich, die müssen wir uns alle anziehen. Wir haben das zum Teil auch selber alle nicht gesehen. Aber zu sagen, die Regierung sei nicht für Begrenzung, ist mit Verlaub zu sagen einfach schlicht falsch und nachweisbar falsch. Ein paar Punkte kann man aber da schon mal anführen, die jedenfalls nicht ein einheitliches Bild auch der Unionsminister innerhalb der Regierung nahelegen. Frau Kamp-Karrenbauer, können wir uns ja mal in einem angucken. Und deshalb lasse ich mir auch nicht so schnell
das Wort vom Autoritätsverlust wegnehmen. De Maizière kommt jeden Tag, hat man den Eindruck, mit einem neuen Vorschlag, der aber nicht abgestimmt ist. Schäuble springt ihm dann und wann bei, entwickelt zuletzt dieses Lawinenbild mit dem unvorsichtigen Skifahrer, der die Lawine ins Rollen gebracht hat. Das alles sieht doch nicht, auch sicher aus der Nähe betrachtet, aus nach einem riesigen Rückhalt für die Kanzlerin. Also, wie viel Macht, wie viel Autorität hat sie noch innerhalb der eigenen Partei, wenn ihr da die Leute permanent was Neues um die Ohren hauen? Also ich kann das berichten von meinem eigenen Landesverband. Ich kann es sagen mit Blick auf die Südwestverbände, denn wir hatten jetzt eine große Versammlung. Wir hatten jetzt gerade den Landesparteitag der Hessen. Da gab es ja entsprechende Anträge, etwa die Grenzen dicht zu machen. Dieser Antrag von Klaus-Peter Wilsch hat, glaube ich, 3 Stimmen zur Unterstützung bekommen. Es wird diskutiert an der Basis. Ich habe das eben gesagt, es ist ein schwieriges Thema für die CDU. Und es gab im Übrigen, was das Thema Asyl und Zuwanderung anbelangt, schon immer den naturgemäßen Gegensatz zwischen Innenpolitikern und etwa denjenigen auch in der Union aus dem Wirtschaftsflügel, die gesagt haben, wir brauchen mehr Zuwanderung. Das aber ist ein Stück weit, das ist ein Stück weit ja nicht Basis, normal. Ich will das auch noch mal sagen. Sie hat aus meiner Sicht nach wie vor einen großen Rückhalt in der Partei. Und wir haben, und das ist in der Bundesregierung etwas, was in der Tat richtig ist, wir haben die Situation, dass aus meiner Sicht zwischen den unterschiedlichen Ressorts, auch Innenressort, auch Arbeitsressort oder anderen, die dafür zuständig sind, erst relativ spät sozusagen koordiniert worden ist über das Kanzleramt und diese Koordination auch noch nicht so perfekt läuft, wie sie laufen könnte oder laufen sollte. Das sehe ich auch als Defizit. Das gilt im Übrigen auch für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Auch da können wir noch wesentlich besser werden. Ärgert Sie das nicht? Also ich glaube, Sie sind doch eigentlich auf Seiten der Kanzlerin. Den Eindruck haben Sie inzwischen auch schon hier in der Sendung gemacht. Ärgert es Sie nicht, wenn Sie merken, dass Thomas de Maizière sagt Freitag dies, Altmaier, der jetzt dazu berufene Koordinator für die Flüchtlingsfragen, weist ihn in die Schranken. Dann wiederholt er de Maizière das doch noch mal und Herr Schäuble springt am Sonntag bei. Montag sagt das Präsidium dann, wir waren eigentlich die ganze Zeit bei Schäuble. Ich komme nicht mehr mit. Sie? Also es ist so, dass wir eine hohe Verantwortung im Moment haben in der Diskussion und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie wir die Dinge handeln. Das ist die Leitlinie, die wir auch versuchen, im eigenen Land umzusetzen und was uns bisher nicht schlecht gelingt. Und wir sehen, Herr Lindner hat zu Recht darauf hingewiesen, es ist im Moment ein hohes Maß an Verunsicherung in der Bevölkerung. Klar. Und hier ist in der Tat, sind Regierungen, ist der Staat in seiner Gänze gefordert, durch so gutes Regieren wie möglich diese Befürchtungen aufzugreifen. Und da ist das, was wir bisher auch im Rahmen der Bundesregierung gesehen haben, und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, nicht optimal. Und das ärgert mich, denn es sind Fehler, die vermeidbar wären und die uns die Situation noch ein Stück schwerer machen in der Diskussion. Und ich glaube, wir müssen alle Kräfte darauf bündeln, dass wir die Situation im Griff behalten. Das erwarten die Menschen von uns. Und deswegen ärgere ich mich über jeden Fehler, über die ich selbst mache und auch über die andere begehen. Und woran könnten wir festmachen, dass die Kanzlerin die Union noch im Griff hat? Das wird man jetzt in aller Deutlichkeit noch mal sehen auf dem Bundesparteitag. Das kann man sehen, nur wenn man für sich die CDU vielleicht mit Glück. Aber auch das kann man auch sehen, wenn man sich in der Union auch an der Basis bewegt. Und das zeigen auch Ergebnisse vom CSU-Parteitag. Ich habe das eben gesagt, das Wahlergebnis von Horst Seehofer, aber eben auch das Wahlergebnis vom Kollegen Weber, dem Fraktionsvorsitzenden der EVP. Und dass ein sozusagen europäischer Repräsentant bei der CSU von allen, die gewählt werden, mit Abstand das beste Ergebnis hat, das ist auch eine Aussage für die CSU, die man nicht aus dem Auge verlieren darf. Die CSU ist nicht so eindimensional, also, wie sie zurzeit in der Diskussion auch an der einen oder anderen Stelle dargestellt wird. Ja, aber sie ist natürlich schon zerstritten, das merkt man ja. Und sag mal, mich interessiert gar nicht so sehr die Frage, ob jetzt die Kanzlerin tatsächlich noch die CDU im Griff hat, sondern was ich wirklich viel wichtiger finde für die Entwicklung in Deutschland ist, ob sie die Verhältnisse noch im Griff hat. Und das würde ich bestreiten. Also ich sehe auch ein akutes Staatsversagen, was aber vor allem damit zu tun hat, dass man jetzt nicht die Weichen stellt. Also natürlich war es schon ein Problem, dass man, obwohl man vorgewarnt war, also Frontex zum Beispiel hat ja auch vorher gewarnt. Also das bestätigt auch, dass es jetzt nicht nur die Handyfotos waren. Die Verhältnisse in Syrien waren, wie sie waren, und die Verhältnisse in den Lagern auch. Aber natürlich ist das, was wir an Kapazitäten haben, auch dadurch
dadurch bestimmt, welche Politik gemacht wird. Und wir haben zum Beispiel seit vielen Jahren in Deutschland Wohnungsmangel, vor allem für Menschen, denen es nicht so gut geht. So, und natürlich wird dieses Problem jetzt verschärft. Aber statt jetzt endlich gegenzusteuern und wirklich in Größenordnung, nein, nicht in Größenordnung, das ist ja minimal, das ist ja noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen jetzt in Größenordnungen die Kommunen dabei unterstützen, sozialen Wohnungsbau, öffentlichen Wohnungsbau, und zwar für weniger Verdienende zu machen, wenn wir verhindern wollen, dass es ein noch mehr Kampf um begrenzten Wohnraum gibt und am Ende die Mieten vor allem da steigen, wo die wohnen, denen es nicht gut geht. Das ist doch das, was der AfD die Wähler zutreibt. Und die Bundesregierung tut viel zu wenig in dieser Frage. Sie tut nichts. Es wird doch gemacht. Es ist einfach, also in der Sache einfach nicht richtig. Sie können natürlich, wenn Sie Erfahrungen haben in Städten und in Kommunen und im Land, wenn Sie wirklich politisch Erfahrungen, wissen Sie, dass solche Baupläne nicht über Nacht aus dem Boden gestampft werden. Nein, man muss doch aber jetzt endlich anfangen. Man fängt doch an. Man muss doch Geld bereitstellen. Es ist ja schlimm genug, dass es lange dauert. An, längst bevor das begann. Also ich halte das wirklich nicht für richtig, was Sie sagen. Ich will aber zwei kleine Bemerkungen machen. Erstens, mich hat ein wirklich führender CSU-Mann vor zwei Tagen angerufen und hat zu mir gesagt, das sei doch beschämend, was der Herr Seehofer da gemacht hat. Daran sieht man, dass auch in der CSU ein solcher Streit besteht. Zweitens. Nur die Form oder hat er das sachlich begründet? Die Sache hält er für falsch. Also die Obergrenze. Und weil er das mit Recht für nicht durchführbar hält, ist auch nicht durchführbar. Und zweitens hat er gesagt, es sei beschämend, wie Herr Seehofer sich verhält. Aber Spitze, CSU. Zweitens. Haben die außer Seehofer jemanden an der Spitze? Naja, also hoch genug auf jeden Fall. Hoch genug. Und zweitens will ich noch bemerken, es gibt vom heutigen Datum eine Umfrage bei Forsa. Die zeigt die CDU, CSU wieder bei 39%. Ja. Also man muss sehen. An der Stelle will ich noch mal sagen, Herr von Donani ist nicht in der CDU. Nein, natürlich nicht. Ich sehe nur, dass ihr Angriff. Freut sich aber richtig, für die Nein, ich freue mich nur darüber, dass die These des Verlustes der Autorität offenbar sich nicht in der Bevölkerung so niedergeschlagen hat, wie man meint. Also ich glaube, dass Fehler gemacht worden sind. Ich glaube, dass auch Fehlinterpretationen erfolgt sind. Dieses Selfie mit dem, das ging natürlich um die ganze Welt, mit dem Asylbewerber. Ja, nein, aber das ist doch menschlich, dass man, wenn man, Frau Merkel hatte doch recht, wenn sie sagt, ich kann doch nicht, wenn ich Gäste zu mir reinbitte, weil ich sehe, sie frieren, hinterher auch ein böses Gesicht machen, wenn sie an meinem Tisch sitzen. Das ist doch dummes Zeug. Und ich weiß, das kann man doch nicht. Und insofern, hat sie eine Position bewahrt, die für Deutschland auch in dem Zustand bewahrt werden musste. Trotzdem ist manches nicht so, wie es sein müsste. Aber wo ist das schon auf der Welt, so wie es immer sein müsste? Aber ändert sich gerade was? Geht die Kanzlerin möglicherweise weg von der Flüchtlingspolitik, die sie noch in dem Moment vorgetragen hat, als sie das Selfie mit dem Mann gemacht hat, als sie diese Flüchtlingsunterkunft besucht hat? Also, ich will fragen, braucht es nicht doch eine neue Regelung? Zwei Modelle sind im Moment im Umlauf, angesprochen gerade schon die Obergrenze, für die Horst Seehofer ist. Und da ist ihm im Moment eine sehr interessante Stimme zur Seite gesprungen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, sagte im Gespräch mit der Welt: Viele der Flüchtlinge fliehen vor dem Terror des Islamischen Staates und wollen in Frieden und Freiheit leben. Gleichzeitig aber entstammen sie Kulturen, in denen der Hass auf Juden und die Intoleranz ein fester Bestandteil sind. Denken Sie nicht nur an die Juden, denken Sie an die Gleichberechtigung von Frau und Mann oder den Umgang mit Homosexuellen. Über kurz oder lang werden wir um Obergrenzen nicht herumkommen. Herr Lindner, denken Sie, dass Angela Merkel umsteuern muss und auch im Sinne des Zentralrats, wie wir von Herrn Schuster hören, sagen muss, es braucht doch eine Obergrenze? Antisemitismus und Ressentiments gegenüber Minderheiten, beispielsweise gegenüber Homosexuellen, die gibt es überall, auch unter Deutschen, die seit Generationen hier sind. Also insofern Antisemitismus und Homophobie, das ist kein Spezialproblem von Flüchtlingen. Das halte ich für falsch und ist ein weiterer Beitrag, das gesellschaftliche Klima zu vergiften. Insofern mache ich mir diese Aussage ausdrücklich nicht zu eigen von Herrn Schuster. Herr Schuster vergiftet das gesellschaftliche Klima. Solche Aussagen, pauschale Aussagen über Flüchtlinge halte ich im Prinzip für falsch, genauso wie pauschale Aussagen über das deutsche Volk im Prinzip falsch sind, weil sowohl die Flüchtlinge als auch wir
vielfältig sind und da gibt es so eine und solche. Und deshalb halte ich das für falsch. Sie auch, Herr von Donald? Ich verstehe die Sorge. Ein Beitrag zur Vergiftung. Ja, eine Vergiftung. Ich hätte diese Wortwahl so nicht getroffen, aber ich verstehe durchaus, dass damit der öffentliche Dialog wesentlich erschwert wird. Natürlich, es gab ja auch Leute, die haben behauptet, ganz Deutschland sei antisemitisch. Und es gibt immer solche pauschalen Äußerungen über gewisse Herkünfte. Und deswegen, ich halte das für grundfalsch. Und ich bin der Meinung, dass alle Leute, die hierher kommen, natürlich gibt es da auch andere, das ist immer so. Aber alle Leute, die herkommen, kann man auf die Dauer auf unsere Form von Leben, man kann sie daran gewöhnen. Aber es wird Zeit dauern, die Integration ist mühsam, die anderen Kulturen sind schwierig. Aber wir sehen ja unsere Kultur ist mitunter auch schwierig. Und deshalb ist die Frage der Integration letztlich ja auch eine Selbstvergewisserung unserer Identität. Also die Werte, die im Grundgesetz stehen und darüber hinaus auch eine Wertordnung beschreiben, über den geschriebenen Text hinaus, also der Geist der Verfassung, dazu gehört Toleranz, Religionsfreiheit, Freiheit des Einzelnen, Gleichberechtigung der Geschlechter. Das müssen wir uns selber auch noch mal vorlegen, wie wichtig das ist fürs Zusammenleben. Ich will gleich auf die Frage kommen, aber ich will einmal hören noch von Frau Kramp-Karrenbauer. Ich habe sie im Kopf, Herr Lindner, pardon. Aber ich will jetzt anspringen auf das, was Sie gesagt haben. Herr Schuster steht für den Zentralrat der Juden, für viele, viele Menschen, die Angst haben, mit Kippa durch Berlin zu laufen, beispielsweise in vielen Teilen. Hat er dann nicht recht, sowas zu sagen? Also ich kann die Angst nachvollziehen. Wir hatten vor kurzem erst ein Gespräch mit dem Zentralrat der Juden und das ist wirklich mit Händen zu greifen, denn es kommen Menschen natürlich aus Ländern, wo Antisemitismus einfach auch in der täglichen Politik greifbar ist, in Form von entsprechender Stellungnahme zu dem, was israelische Politik zum Beispiel anbelangt. Insofern kann ich verstehen, dass es eine große Angst gibt und insofern ist das auch unsere Verpflichtung in der Integrationsarbeit, die jetzt geleistet werden muss und die im Grunde genommen ja auch beginnt, nicht nur deutlich zu machen, bei uns gibt es sozusagen das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau, der Schutz von Minderheiten, sondern unverzichtbarer Bestandteil gehört zu unseren Wurzeln der Bundesrepublik Deutschland, ist sozusagen der Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland und das muss jeder akzeptieren, der hier auf Dauer leben will. Darauf hat auch die jüdische Gemeinde, haben die Juden in Deutschland ein absolutes Recht. Das ist unsere Aufgabe. Die Frage ist auch nicht, welche Obergrenze ich in welcher Zahl setze. Die Frage ist, ob es uns gelingt, diejenigen, die jetzt hierher zu kommen, und die sind, da hat Christian Lindner vollkommen recht, vielfältig, von bis, ob es uns gelingt, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, auch aus den Fehlern, die um uns herum in dem einen oder anderen europäischen Staat gemacht werden, und eine wirklich wertebasierte Integration zu leisten. Das ist die große Herausforderung. Weniger das Thema Unterbringung und Versorgung, das werden wir bewältigen. Aber die Integration, das ist die kommende Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Braucht es eine Obergrenze also doch? Es braucht mit Sicherheit eine Quote der Verteilung in Europa. Ich bin auch aufgeschlossen, was die Idee des Kontingents angeht. Es ist sicherlich ein wichtiger Debattenbeitrag, weil er die Menschen aus den Booten rausholt. Wenn es ein Kontingent gibt und ich weiß, von der Türkei nach Nordeuropa komme ich und ich kann mich sozusagen hier registrieren lassen und muss nicht mich in die Hände von Schleppern geben, das ist richtig. Und die Obergrenze, ich habe ein Interview von Ihnen gelesen bei Focus Online, da sagen Sie, die Zahl der Flüchtlinge müsse sich mehr als halbieren. Absolut, ja. Wenn ich dann jetzt denke, es sind 1 Million, dann ist Ihre Obergrenze 500.000? Nein, ich würde die Zahl aus humanitären und rechtlichen Gründen nie an einer Ziffer festmachen. Warum sagen Sie, dann muss sich halbieren? Um die Größenordnung deutlich zu machen. Deshalb sage ich eine Zahl? Ja, und um die Größenordnung... Sehr richtig. Ja, um die Größenordnung deutlich zu machen. Und... Ich meine, das ist ja kein Spaß. Frau Kramp-Karrenbauer spricht von Integration. Wir haben die Besorgnis von Herrn Schuster gehört. Also das ist eine enorme Herausforderung für unsere Gesellschaft. Gerade haben Sie gesagt, er vergiftet das gesellschaftliche Klima. Indem er Antisemitismus nur in eine Richtung adressiert, nur bei den Flüchtlingen. Und ich sage Antisemitismus, da ist mir egal, ob es von einem Deutschen oder von einem Flüchtling kommt. Wir bekämpfen beides. Mhm. Und wer es nur einer Gruppe zuordnet, der bringt in unsere Gesellschaft zusätzliche Fliehkräfte hinein. Deshalb bei aller berechtigter Sorge von Herrn Schuster eine Aussage speziell adressiert an Flüchtlinge, weil es da Befürchtungen gibt, brauchen wir eine Obergrenze. Das würde ich in der Argumentation nicht teilen und unterstützen wollen. Also keine Obergrenze?
Ich sage noch mal, eine Ziffer exakt in die Verfassung zu schreiben, wir nehmen nur auf eine Zahl X, halte ich rechtlich und humanitär für schwierig. Aber das Niveau, das zu uns kommt, muss signifikant, und jetzt sagen Sie 60% oder 40% oder 50%, jedenfalls signifikant zurückgehen. Und ich würde beschreiben, aber wir können Maßnahmen ergreifen. Eine Maßnahme, und ich sehe, um ehrlich zu sein, ich wundere mich sehr über die Debatte hier, ich sehe bei bestem Bemühen, ich sehe keine Maßnahmen der Bundesregierung, die wirklich tatsächlich auf eine Reduzierung hinauslaufen. Deshalb frage ich Sie nach der besseren Alternative. Ja, das erste Signal wäre, politisch-symbolisch zu beschreiben, wir helfen dort, wo die Menschen heute sind, in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, ist das Erste. Will die Bundesregierung Europa, auch? Gott sei Dank, aber bis vor kurzem hat die Europäische Union Gelder für die Unterbringung dort nicht ausgezahlt. Das hat zusätzlich Menschen auf den Weg gebracht. Wir müssen deutlich zweitens machen, eben nicht ist Integration für alle möglich. Wer zu uns kommt mit der Erwartung auf einen Ausbildungs-, einen Studien-, einen Arbeitsplatz und eine Wohnung, Frau Wagenknecht hat es eben, selten stimme ich ihr zu, angesprochen, es erfüllt sich nicht sofort, weil unsere Möglichkeiten begrenzt und von außen überschätzt werden. Das muss angesprochen werden. Ist doch angesprochen. Nein, der Satz, wir schaffen das, der steht unverändert als Motivationsrhetorik also im Raum. Soll jemand sagen in der Bundesregierung, wir schaffen das nicht? Die Möglichkeiten sind begrenzt. Und dann soll jemand kommen und exakt, sagen, Herr, das nicht. Herr von Donani, exakt. Das ist doch wirklich exakt, nicht möglich. Das machen, aber entschuldigen Sie. Nicht sagen, wir schaffen das nicht. Lassen Sie mich doch eben den Satz. Sagen, wir schaffen das nicht. Lassen Sie mich doch eben den Satz zu Ende sagen. Dass man es schaffen kann und genau das passiert. Ich sag mal eben den Satz zu Ende. Ich verstehe nicht, warum das in unserer deutschen Debatte plötzlich so tabuisiert wird. Warum es nur die Extrempositionen, Willkommenskultur und Abschottung gibt. Überall im europäischen Ausland haben Regierungen erklärt, sie sind an den Grenzen ihrer Möglichkeiten. Ja. Ja. Und ich glaube, dass ein solches Signal unserer Bundesregierung in der jetzigen Phase, wir reden nicht für alle Zeit, aber in der jetzigen Phase, beim jetzigen Stand der Möglichkeiten, dringend erforderlich ist. Und ich komme als Drittes hinzu, ich glaube, wir müssen auch beim Recht über Veränderungen nachdenken. Wären Sie für eine Obergrenze? Also ich glaube, was völlig klar ist, wir haben dieses Jahr 1 Million Menschen, vielleicht auch mehr, genauer Zahlen hat man nicht, aufgenommen. Natürlich würde es die Kapazitäten von Deutschland überfordern, das im nächsten und im übernächsten Jahr wieder zu tun. Das weiß jeder. So, die Frage ist jetzt, wie man das Problem löst. Und was ich natürlich für eine sehr problematische Lösung halte, ist jetzt einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt die Grenzen dicht machen. Was hinter diesen Grenzen dann passiert, interessiert uns nicht. Und natürlich ist der Vorwurf, dass man sich zum Beispiel über die Lager vor Ort jahrelang nicht darum gekümmert hat, wie die ausgestattet sind. Und das bis heute, ich meine, die UNO hat gerade wieder gewarnt, dass sie nicht genug Geld hat, um sicherzustellen, dass sie die Menschen dort über den Winter bringt. Das heißt, das Lebensnotwendige ist nicht da, ganz abgesehen von Bildung für Kinder und vieles andere mehr. Aber ich habe noch nicht verstanden, was Sie wollen, Frau Wagenknecht. Ich hatte gefragt, ob Sie eine Obergrenze wollen. Da sind Sie jetzt, glaube ich, ein bisschen ausgewichen, haben aber gesagt, es kann nicht bei einer Million bleiben. Ja, also ich glaube, es gibt ja verschiedene Dinge. Das eine ist, natürlich wäre es gut, wenn wir eine europäische Flüchtlingspolitik hätten, die nicht darin besteht, dass ein Land so gut wie alle Flüchtlinge aufnimmt, sondern andere Länder. Dass das zurzeit nicht der Fall ist, ist natürlich auch Folge bestimmter politischer Entscheidungen. Also ich sag mal, Länder wie Spanien mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 60%, Frankreich, hohe Jugendarbeitslosigkeit. Nein, doch, ich will aber sagen, wie man dahin kommt, dass es eine europäische Lösung gibt, das hat etwas damit zu tun, dass man Länder dann auch unterstützen muss, ihre Wirtschaft wieder aufzubauen. Also wir haben zum Beispiel eine europäische Zentralbank, die jeden Monat, nein, ich sage jetzt einfach eine konkrete Maßnahme, die EZB verpulvert jeden Monat. Ich frag noch mal. 60 Milliarden, 60 Milliarden, lass mich bitte mal ausreden, 60 Milliarden, um Banken zu stützen. Ja. Wenn Sie Ländern wie Spanien, wie Frankreich oder anderen die Möglichkeit gäbe, mit diesem Geld Investitionen zu finanzieren, damit ihre Wirtschaft anzukurbeln, wenn sie allerdings dann auch bereit sind, mit Flüchtlingen aufzunehmen, wäre das ein Anreiz. Umgekehrt finde ich, auch bezogen auf Osteuropa, also wer alle EU-Töpfe haben will und aber sagt, sich an Flüchtlingspolitik will er sich nicht beteiligen, das ist schon auch eine problematische Position. Und also dann, wie gesagt, so könnte man durchaus auch eine europäische Regelung schaffen und das Nächste ist, darf ich danach fragen, europäische Regelung. Wie geht denn das, wenn Sie gleichzeitig sagen, das haben Sie zumindest in einem Positionspapier, das möglicherweise auch schon überholt ist, vom 4. September, jenem Tag, an dem die Entscheidung gefallen ist, die Flüchtlinge aus Budapest nach Deutschland zu holen, haben Sie mit Dietmar Bartsch, Ihrem Kompagnon im Fraktionsvorsitz, geschrieben, Sie wollen keine Festung Europa.
Wie geht dann eine europäische Lösung, ohne dass man die Außengrenzen zumacht und in Wahrheit dann sowas macht wie eine Festung? Ja, die Festung ist, dass man keinen reinlässt. Die Lösung wäre, dass man legale Wege schafft für eine begrenzte Zahl von Menschen. Und das andere ist, dass man wirklich sich mehr darum kümmert, dass nicht überall auf dieser Welt, Kriege Menschen ihre Heimat berauben. Und ich meine, das ist das, was ich auch der Bundesregierung vorwerfe. Das ist heuchlerisch. Sie sagen, Sie wollen Fluchtursachen beseitigen und wir liefern weiter Waffen in die schlimmsten Kriegsregionen und heizen die Kriege damit an. Das ist doch unehrlich. Aber das ist doch wirklich... Die Kriege in Afghanistan, die Kriege in Irak, der Krieg in Libyen, der Krieg jetzt in Syrien ist doch nicht auf deutsche Waffen und auf deutsche Intervention zurückzuführen. Ja, zumindest waren sie teilweise unter Frage deutscher Beteiligung, Afghanistan zum Beispiel. Ihre Frage noch hat mal ja dieses eingehen, Land nicht stabilisiert. Die europäische Politik. Da will ich gleich noch zu kommen. Darf ich noch kurz was zeigen? Weil ich eben schon mal gesagt habe, es gibt die zwei Modelle, über die jetzt nachgedacht werden. Und sie kamen jetzt eben schon beide vor. Obergrenzen haben wir uns jetzt ziemlich genau angeschaut. Sie wollen es auch nicht, glaube ich, weil die CDU und die Kanzlerin wollen es auch nicht. Gar nicht. Ja, okay, ganz genau. Gucken wir uns das kurz an und gucken uns weiterhin an, weil das der andere Schnack ist, nämlich die europäische Flüchtlingslösung, nämlich die Kontingente. Wie gehen die und warum werden sie vermutlich nicht unbedingt klappen? Obergrenze. Eine Obergrenze wäre eine nationale Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Die Idee, Deutschland legt selbst fest, wie viele Flüchtlinge es pro Jahr aufnehmen kann und will. Dann müsste Deutschland seine Landesgrenzen sichern, um zusätzliche Flüchtlinge aufhalten und abweisen zu können. Unvereinbar wäre diese Lösung allerdings derzeit mit dem Grundgesetz, der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Kontingente. Kontingente wären eine europäische Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Die Idee? Die Mitgliedstaaten der EU einigen sich untereinander, wie viele Flüchtlinge sie pro Jahr aufnehmen und untereinander aufteilen. Diese müssten sich zunächst an den Grenzen oder außerhalb der EU in großen Aufnahmelagern registrieren lassen. Von dort könnten die Flüchtlinge dann direkt in die jeweiligen Aufnahmeländer weiterreisen. Die EU-Außengrenzen müssten dazu entsprechend gesichert und ausgebaut werden. Das könnte sich die Kanzlerin vorstellen, Flüchtlingskontingente. Das stand zumindest in dem gemeinsamen Positionspapier von CDU und CSU. Jetzt mal kurz auf die Zahlen geguckt. Von den 160.000 Flüchtlingen, die innerhalb der EU verteilt werden sollten, dafür hatte man mit Mehrheitsentscheid einen Beschluss gefasst, sind Stand gestern, Achtung, 159 bereits ausgeflogen worden. Die kann man nun also verteilen auf die Länder. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass man mit Flüchtlingskontingenten eine nachweisbare Reduktion der Flüchtlingszahlen erreichen könnte? Also es wird ja notwendig sein, diese Kontingente entsprechend zu quantifizieren. Ich selber bin auch nicht sicher, ob es funktioniert. Man muss natürlich sehen, dass am Ende, wie eben hier gesagt wurde, auch eine Grenze festgemacht werden muss und dass das am Ende auch bei einer quantitativen Begrenzung endet. Und ich halte das für sehr schwierig. Ich glaube, der Weg, den die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin gegenwärtig geht, ist viel klüger, nämlich in die Türkei zu gehen, eventuell nach Libyen rüber zu gehen und zu sehen, wie man vor Ort versuchen kann, dafür zu sorgen, dass die Leute da bleiben wollen. Und ich würde das, was die Bundesregierung gegenwärtig versucht zu tun, gerne durch einen Vorschlag ergänzen. Warum sagt man nicht in Europa, wir geben eine bestimmte Menge Geld und wir geben dann die Verantwortung für die Lager in der Türkei zum Beispiel mit Zustimmung der türkischen Regierung an die Deutschen, die Lager im Libanon mit Zustimmung der libanesischen Regierung in der Verwaltung an die Franzosen, die Lager in Jordanien mit Zustimmung der jordanischen Regierung an die Briten. Und diese drei Länder verwalten dann sozusagen dort das Geld
und bauen richtige Unterkünfte. Dann hat man da siedlungsartige Unterkünfte, die man später auch weiter verwenden kann, wenn die Leute dann eines Tages wieder zurückgehen können nach Syrien oder wo immer die Kriege gewesen sind oder Afghanistan, kann man sie dorthin wieder zurückgehen lassen. Und die Länder haben dann sozusagen bestimmte Siedlungen. Die Griechen haben ja, als sie den Persern mal diese ägäischen Inseln abgenommen haben, ist ja schon lange her, haben da auch Siedlungen gebaut. Da waren Sie auch noch nicht geboren. Nein, da war ich nicht Bürgermeister in der Zeit. Da war ich nicht Bürgermeister. Aber ich wäre da gerne Bürgermeister gewesen. Da konnte man noch mehr sagen als heute. Das waren noch andere Verhältnisse. Nicht wahr? Da mussten die nicht immer warten, ob eine Fraktion auch noch zustimmt. Naja, ist schon gut. Aber. Nein, was ich meine, das wäre ist, der Vorschlag. Was ich meine, mein Vorschlag wäre zu sagen, warum übergeben wir nicht die Verantwortung für diese Lager, wo das Geld nicht richtig ankommt, wo auch vielleicht die Landesregierungen technisch überfordert sind, warum übergibt man das nicht an bestimmte Nationen, mit Zustimmung natürlich der jeweiligen Regierung? Und hat dann einen Aufsichtsrat, sage ich mal, einen türkischen Aufsichtsrat und ein Management der Deutschen für diese Lager in der Türkei. Dann würde, glaube ich, in kürzester Zeit würden die Leute merken, hier geschieht was, hier können wir bleiben, hier werden wir anständig versorgt. Natürlich muss man dafür Geld hinlegen, aber wir legen das Geld ja auch im Inland hin. Und wir haben, ja, Herr Draghi, da hat Frau Wagenknecht ja völlig recht, die drucken Unmengen von Geld und niemand weiß, wo es eigentlich endet. Also warum nimmt man dieses Geld nicht und baut so etwas aus? Und wenn man dann die Franzosen mit dem Libanon betraut und die Engländer mit den Jordanien. Frau Kramp-Karrenbauer, wäre das was? Also klar ist, dass einer der Schlüssel zur Eingrenzung der Flüchtlingszahlen, und es gibt niemanden in der Bundesregierung und schon gar nicht die Kanzlerin, die das nicht als Ziel hat. Richtig. Einer der Schlüssel liegt in der Türkei. Und er liegt noch weniger in der Unterbringung der Menschen in Lagern, denn ein Teil der 2 Millionen Flüchtlinge, die sich zurzeit in der Türkei befinden, sind in Lagern untergebracht und, ich sag mal, nicht nach dem unwürdigsten Standard. Das Problem sind die ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die in der Türkei leben, die keine Unterkunft haben in einer Einrichtung, die aber auch keine Arbeitserlaubnis haben, die einfach am Ende ihrer Möglichkeiten sind, sich überhaupt in der Existenz zu sichern. Das ist es, was diese Menschen sozusagen auf dem Weg nach Europa macht. Und deswegen ist es richtig, es ist vollkommen unangenehm, können wir auch schönere Dinge vorstellen, aber deswegen ist es wirklich die Pflicht der Kanzlerin und richtig, dass sie mit der Türkei genau über diese Menschen redet, um entweder für diese Menschen Verbesserungen innerhalb der Türkei zu erreichen oder in einem Kontingent zu sagen, wir sorgen für einen geordneten Weg nach Europa, was im Grunde genommen dann auch dazu führt, dass etwas Schleppern, das Handwerk ein Stück weit mitgelegt wird. Das ist ein Schlüssel, das ist auch kein Schlüssel, der von heute auf morgen funktioniert. Richtig. Auch das wird Zeit brauchen. Richtig. Aber es ist aus meiner Sicht einer der wenigen realistischen Möglichkeiten, die wir haben. Und wir lernen. Aber warum ist es realistisch, wenn wir jetzt schon sehen, dass die Verteilung innerhalb Europas und innerhalb der EU, die ja eigentlich eng verbandelt sein könnten, gar nicht funktioniert? Weil wir es hinbekommen müssen, dass es funktioniert. Denn, das ja, ist eine komische Antwort, weil das muss man auch den europäischen Staaten deutlich machen. Was ist die Konsequenz, wenn diese Nicht-Solidarität weiter bleibt? Die Konsequenz ist, dass jedes Land für sich erklären wird, wir schaffen das nicht und wir schotten unsere Grenzen ab. Ich lebe jetzt in einer Region, die an 2 europäische Staaten grenzt, mit einem verdichteten Arbeitsmarkt, mit Tausenden von Menschen, die tagtäglich über die Grenze pendeln und wo jede Grenzkontrolle schon eine Einschränkung im Alltag ist. Das heißt, es geht auch in der Sache und ganz konkret und nicht nur theoretisch am Ende des Tages um die Frage, ob einer der wichtigen Säulen der EU, und das ist die interne Grenzenlosigkeit Schengen, ob diese Säule erhalten bleibt, ja oder nein. Und deswegen geht es der Kanzlerin und kämpft sie eben nicht nur um die nationale Frage, sondern auch um eine europäische. Und es gibt keinen Staat in Europa, der so sehr von einem funktionierenden Europa abhängt, wie das in Deutschland der Fall ist. Okay, also kämpfen wir jetzt eine Löwin für die Bundeskanzlerin, das zeichnet sie aus. Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, es gibt in Europa dafür keine Mehrheiten gegenwärtig. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der grundlegende Ansatz der Bundesregierung in dieser Frage von unseren Partnern nicht geteilt wird. Egal, ob es der Benelux-Raum ist, Frankreich, Großbritannien, der skandinavische Raum. Diese Länder teilen den bisherigen Ansatz von Frau Merkel nicht.
sondern sind wesentlich restriktiver beim Zuzug. Also, Das hat noch ganz andere historische Gründe bei den osteuropäischen Staaten. Ich finde es auch unerträglich, dass wir als NATO-Partner dort bei berechtigten Sorgen wegen Herrn Putin Schutz geben und es keine Solidarität gibt. Und auch da waren bei weitem nicht alle Staaten auf unserer Seite. Ja, das mag sein, aber eigentlich war es war ja, aber nicht gegen andere, sondern wir haben sie überzeugt. Und das muss jetzt auch gelingen. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Aber eins darf nicht passieren, dass wir versuchen, ein deutsches Europa zu machen. Sondern es war immer eine Traditionslinie in Deutschland, dass wir ein europäisches Land sein wollten. Also uns in die Abstimmung mit anderen begeben haben, in die enge Kooperation, dass wir auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten Rücksicht genommen haben. Ist das europäische Europa, so wie Sie es sich jetzt vorstellen, ist es das, das die Bilder hat von Calais? Ohne jegliche Versorgung 6.000 Menschen über Jahre untergebracht sind, die Bilder aus Frau Kamm-Karrenbauer, wenn Sie mich auf dem ansprechen, dann frage ich Sie zurück. Warum hat Ihre Partei, die Bundesregierung führt, im letzten Jahr die Unterstützung des Programms Mare Nostrum im Mittelmeer eingestellt? Können Sie mir das erklären, wenn Sie die Bilder von Calais ansprechen? Das war ein Fehler. Sehen Sie. Wie es ein Fehler war, der Bundesregierung auch unter Beteiligung der FDP nicht damals auch schon mehr in Nordafrika in anderen Regionen zu tun. Vielleicht mal einmal wenn man das in der Vergangenheit so wendet, dann kann man sehr lange zurückgehen, wo wir uns vorwerfen lassen müssen, alle miteinander, dass wir zu lange die Augen davor verschlossen haben. Wie kriegt man eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hin? Ich würde gerne dazu was sagen. Erstens nehmen wir doch mal zur Kenntnis, wir brauchen ein einheitliches europäisches Asylrecht mit einheitlichen Standards. Ich sage nochmal, ein Parteikollege von Ihnen, Herr Oettinger, sagt gerade, dass unser deutsches Asyl- und Ausländerrecht eine Magnetwirkung auf alle Flüchtlinge ausübt. Sagt ein Parteikollege von Ihnen, der als EU-Kommissar in einem öffentlichen Amt ist. Aber da ist doch einiges gemacht worden jetzt. Aber die Aussage von Herrn Oettinger ist von vorgestern. Der kennt also das, was die Bundesregierung gemacht hat. Und es hat ihn noch nicht überzeugt. Und mich hat es auch nicht überzeugt. Also heißt das, die Standards in Deutschland müssen runter. Wir brauchen das schlagen Sie damit ja, vor. Ich schlage ganz konkret vor, ich wünsche mir, dass wir eine rechtliche Möglichkeit, die es in Europa gibt, nämlich den vorübergehenden humanitären Schutz. Das ist in Europa eine Rechtsfigur, dafür braucht es aber eine Mehrheit im Europäischen Rat, dass wir die in Deutschland einführen. Der konkrete Vorteil ist, es gibt dann, anders als in unserem Rechtsmittelstaat, mit dem Asylantrag nicht automatisch einen quasi unbegrenzten Aufenthalt, sondern ausdrücklich nur für die Zeit der Bedrohung im Heimatland. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention ergibt sich ein de facto Aufenthalt nach 5 Jahren im Land. Das Grundproblem, das möchte ich schon noch mal gerne thematisiert haben. Warum nehmen andere Länder nicht auf? Also Osteuropa ist ein eigener Fall, da will ich jetzt gar nicht primär darauf eingehen. Warum? Weil das hat was mit rechtsgerichteten Regierungen zu tun, also in Ungarn, in Polen. Das ist eine andere Situation als in vielen westeuropäischen Ländern. Dort ist tatsächlich auch die Weigerung natürlich eine Folge der bis heute ungelösten Euro-Krise. Das heißt, diese Länder haben nach wie vor eine harte Wirtschaftskrise. Die erleben Deindustrialisierung, die erleben Massenarbeitslosigkeit. Die haben schon ganz viele Jugendliche, die keine Chance haben. So, und natürlich sagen sie, in der Situation, wo wir eine solche desaströse Wirtschaftslage haben, möchten wir nicht noch mehr, gerade auch junge Menschen, also viele von den Flüchtlingen sind ja auch junge Menschen, in unseren Ländern haben, denen wir auch keine Perspektive bieten wollen. Ich rede von Frankreich, ich rede von Spanien, ich rede von den Ländern, die durch, ja, sie haben respektablerweise sogar sehr viel aufgenommen. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn man schon 60% Jugendarbeitslosigkeit hat. Das hat natürlich etwas mit der falschen Politik in Europa zu tun, dass Länder, die schon in einer Krise sind, immer weiter unter Druck gesetzt werden, zu sparen, zu streichen. Nicht zuletzt auch von Deutschland, auch von den europäischen Institutionen, also auch die Europäische Kommission, ist ja sozusagen in diesen Ländern immer in Erscheinung getreten als
eine Instanz, die sich vor allem darum kümmert, dass die Staatsschulden nicht hoch sind, gleichzeitig sich aber nicht darum kümmert, wie zum Beispiel die Armutsquote ist, wie die Arbeitslosigkeit ist. Und das ist eben diese falsche europäische Politik. So klaffen die Gesellschaften immer weiter auseinander. Arm und Reich geht immer mehr auseinander. Und das ist kein Klima, in dem Offenheit und Toleranz tatsächlich gedeihen können. Und deswegen haben wir in Europa eine falsche Entwicklung. Und ich bin überzeugt, dieses Europa, lassen Sie mich bitte mal ausreden, dieses Europa wäre solidarischer, wenn es einfach auch sozial gerechter zuginge in diesem Europa. Dann wären die Menschen auch offener und mehr bereit, anderen Menschen eine Perspektive zu geben. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Frankreich kein sozialer Staat ist. Jetzt reden schon wieder ganz viele auf Jugend. Aber Sie wissen doch, was in den Jugend ist. Kann ich Herrn Zambanani jetzt mal kurz dazwischen schieben, der antworten wollte auf das, was Frau Wagenknecht hat? Ganz klar strukturelle Gründe, die in Frankreich selbst liegen. Sie hat im geringeren Maße mit der Wirtschaftssituation zu tun. Sie hat was mit der Verfasstheit des Ausbildungssystems und des Arbeitsmarktes zu tun. Und was sich in den Banlieues abspielt, das ist die Situation einer nicht gelungenen Integrationspolitik über drei Generationen hinweg. Das ist das Problem in Frankreich. Und das hat überhaupt nichts mit dem Euro oder mit Entscheidungen der europäischen Ebene zu tun. Natürlich sind die Industriearbeitsplätze weggefallen. Gerade die Menschen, die dort gekommen sind, auch viele, die sich integriert haben, die wollten, haben im Industriebereich gearbeitet. Die haben ihre Arbeitsplätze verloren. Ich möchte aber die Frage noch mal nehmen. Ist die Entsolidarisierung innerhalb der EU eine Folge auch der Austeritätspolitik, die durch Deutschland im Stile einer, das haben Sie an anderer Stelle schon mal so genannt, Brechstange durchgedrückt also erstens worden ist innerhalb gab es keine Europas. Brechstange, sonst hätten wir nicht in so vielen Fällen nachgegeben, wie zum Beispiel in Griechenland, wo sich ja auch die Bevölkerung manchmal mit Recht fragt, ja, man kann auch eine Brechstange nachgeben. Wo geht denn da das ganze Geld hin? So ist es. Und ich meine, wir sind doch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass in Europa, wenn irgend möglich, das Recht eingehalten wird. Wir haben einen Maastricht-Vertrag gemacht, der lautet, jemand soll für seine eigenen Schulden gerade stehen. Und wenn Sie das abschaffen wollen, Frau Wagenknecht, das will ich gar nicht abschaffen. Werden Sie aber abschaffen. Wenn Sie immer dafür sorgen, dass in alle Fehler, die woanders gemacht werden, dann bezahlt werden von anderen, dann werden Sie am Ende Europa völlig entsolidarisieren. Da werden doch die Leute hier nicht mehr bereit sein, das zu bezahlen, wenn die Griechen nicht bereit sind, ihrerseits auch zu sparen. Ich wollte nie, dass wir nach Griechenland Geld geben, weil das nur in die falschen Kanäle geflossen ist. Wollten, Sie haben gesagt, dass Sie wir wollten, nicht die Haftung Sie übernehmen. Wir Meinung, waren die einzige Partei, die Meinung, dagegen war. Man sollte diese Leute nicht dazu bringen, auch zu sparen. Ich halte das für falsch. Ich will noch mal, wenn ich darf, einen Satz sagen zu der Frage Außengrenzen und Kontingente. Wenn es uns nicht gelingt, jenseits in den Ländern, in denen wir heute die großen Lager haben und die großen Flüchtlingsmengen, Türkei, Libanon und Jordanien, wenn es uns nicht gelingt, dort das Management in andere Hände zu bringen, das Geld dort wirklich ankommen zu lassen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Deswegen will ich noch mal wiederholen, ich glaube, Europa sollte darüber nachdenken, können wir nicht als Europäer mit diesen Ländern, im Einverständnis mit diesen Ländern, ein anderes Management für diese Entwicklung in den Lagern zu schaffen. Wenn man diese Bilder aus den Lagern sieht, wo ältere Leute faktisch nichts mehr bekommen, wo Kinder rumhängen zwischen in schmutzigsten Umgebungen. Wir würden das doch ändern. Wir könnten da doch was bauen. Wir könnten auch das Geld, was der Draghi da immer druckt, das könnten wir doch da hinschicken. So einfach das ist doch es wahr. Nicht. Nee, das ist nicht so einfach. Das können wir doch mal irgendwo, das können wir doch mal einsetzen können. Also, nicht so einfach. Ja, alles. Alle guten Ideen sind am Ende einfach. Ja, das Geld von Herrn Draghi kriegen wir nicht so schnell dahin. Die Idee von Herrn von Donani an, verbunden mit der Frage, hätte Angela Merkel im Moment noch das Standing innerhalb Europas, um etwa einen solchen Vorschlag durchzubekommen? Also das Standing, und wäre auch gut. Das denn, der Economist, die konservativ-liberale Zeitschrift hat Anfang November einen Artikel, also ein Heft gemacht, das ist ja nun wirklich eine sehr führende Zeitschrift, international, mit Angela Merkels Bild auf der Frontseite, auf dem sogenannten Cover. Und darüber steht die unentbehrliche, the indispensable, die unentbehrliche Europäerin. Und der ganze Artikel über 10 Jahre Merkel, Sie sagen jetzt wieder, ich lobe, wie Sie sagen, meine Freundin, ich bin mit ihr befreundet, aber ich lobe auch meine eigene Partei, die sich ja in dieser Koalition vernünftig... Wir sind also völlig unabhängig heute in der Runde. Jawohl. Guck auf die Uhr, habe ich 50 Minuten noch gar nicht gehört. Alle Leute, die aus der Politik, dem aktiven Rudern in einem Boot der Parteien herausgehen und von draußen das Rennen beobachten, sind verpflichtet,
neutral zu blicken und nicht mehr parteipolitisch zu blicken. Das ist auch richtig, aber Ihr Parteifreund Gerhard Schröder hat sich mit großer Werf für eine restriktivere Zuwanderungspolitik ausgesprochen. Ja, ich will das nur ausdrücken, restriktiver auch als die seiner Nachfolgerin macht. Also ich glaube, Frage, Frau Merkel hätte das Standing. Merkel noch Ihre Frage war, und ich sage ja, sie hätte das Standing, wenn sie richtige Maßnahmen einleitet. Also wir wäre gemeinsam, das eine gute Maßnahme? Wir gemeinsam das hier, nicht aus dem ja, Auge wir können, verlieren. Wie auch immer die Details sind, Vorschlag von Donani oder das, was die Bundesregierung plant, eine Verbesserung der Lebenssituation in der Türkei und in den Lagern in Jordanien und dem Libanon wäre besser. Gut. Machen wir uns klar, viele wollen nicht auf Dauer hier bleiben und viele können auch nicht auf Dauer hier bleiben. Sie sollten nicht hier bleiben. Wir können, Sie müssen zurück zum Aufbau. Ja, aber wenn wir über die jetzigen rechtlichen Möglichkeiten, Asyl etc. sprechen, auch GfK-Flüchtlinge, das ist nach unserem deutschen Recht Genfer alles. Flüchtlingskonvention, ja, Genfer Flüchtlingskonvention, alles auf dauerhaften Aufenthalt nach 3 oder 5 Jahren ausgerichtet. Ich meine, wir sollten rechtlich schon klar machen, humanitärer Schutz nur für die Dauer der Bedrohung, danach in der Regel zurück in die Heimat mit einem modernen Einwanderungsgesetz. Nach kanadischem Vorbild könnte man dann eine Möglichkeit legal schaffen für diejenigen, die qualifiziert und integriert sind, hier zu bleiben. Und damit hätten wir das Zweite erreicht, Frau Will, denn neben der Verbesserung der Situation dort vor den europäischen Grenzen haben wir die Sogwirkung reduziert. Wir sollten darüber hinaus aber auch zusätzliche Anreize, die wir bieten, reduzieren. Also beides zusammen, das Aufzeigen unserer Grenzen, gemeinsame europäische Standards und Verbesserung der humanitären Lebensbedingungen dort, führt zu einer Entlastung bei uns. Man kann nicht das eine tun und auf das andere verzichten. Da Sie Herrn Oettinger angesprochen haben, der hat ja gesagt, man könne zur Not jetzt auch natürlich das Grundgesetz ändern. Entspricht das der Haltung der CDU auch? Nein, das steht im Moment nicht auf der Tagesordnung, denn man muss auch immer mit den Realitäten sehen. Wir brauchen für eine Grundgesetzänderung die entsprechenden Mehrheiten im Bundestag, auch im Bundesrat. Die sehe ich nicht. Und ich stelle mir vor, wie im Moment eine Situation ist, wenn wir jetzt über Monate hinweg diskutieren, ob wir das Asylrecht in Deutschland verschärfen, ohne dass wir es in der Tat umsetzen. Das ist in der Tat dann in den Rest der Welt das Signal, bitte jetzt noch schnell auf den Weg machen, bevor es hier Restriktionen gibt. Ich halte das für kontraproduktiv. Wir sollten das an Maßnahmen machen, was wir im internationalen Kontext leisten müssen. Wir sollten das, was einfach gesetzlich geht, und da sind wir vollkommen beieinander, das ist im Grunde genommen ja auch die Linie, die wir innerhalb der Koalition im Übrigen auch mit den Bundesländern verabredet haben, im Asylpaket 1 und jetzt auch der Geist dessen, was jetzt im zweiten Punkt kommt. Das muss umgesetzt werden und die Umsetzung liegt zum Teil auch bei uns als Länder. Und da stellen wir jetzt fest, wir haben ein System aus rechtlichen Regelungen, auch aus Rechtsprechungen. Das hat alles funktioniert, wenn es eine relativ geringe Zahl von Menschen kommt, die zu uns kommen. Das funktioniert nicht mehr, wenn es sehr viele sind. Und deswegen bin ich da auch der Auffassung, das, was man ändern kann, auch mit Mehrheiten, das sollte man ändern. Und das muss dann auch eingeschränkt sein, weil manche Verfahren dauern zu lang, sind zu kompliziert und zeigen das Falsche. Sollte man nicht versuchen, diese Änderungen, die notwendig sind zum Teil, zunächst europäisch abzustimmen. Wir sind ja viel besser dran, wenn wir eine gemeinsame europäische Basis für Asylrecht, für eine eventuelle Interpretation der Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter, wenn wir das gemeinsam das in Europa beschließen. Ja, Herr von Donani, in den entsprechenden EU-Richtlinien gibt es all das schon. Also, was nur fehlt, ist der Beschluss des Europäischen Rats, so ist es, jetzt festzustellen, dass Massenzustrom ist. Für den Fall gibt es bereits rechtliche Regelungen. Mein Vorschlag ist, lasst uns diese Regelungen des europäischen Rechts einfach in unserem nationalen Recht, einfach gesetzlich, braucht man keine verfassungsändernde Mehrheit, jetzt aktivieren. Denn wer wollte denn in Zweifel ziehen, dass wir einen Massenzustrom erleben gegenwärtig? Aber was noch viel wichtiger wäre, ist natürlich, dass Europa tatsächlich auch eine eigenständige Außenpolitik im Sinne dessen macht, dass etwas dafür getan wird, dass diese Kriege aufhören. Und das ist ja nicht einfach sozusagen illusionär. Was wäre also ganz konkret in Syrien. Da ist natürlich das Problem. Sie haben vorhin von der Türkei gesprochen, dass wir jetzt die Türkei hofieren, damit sie die Grenzen möglichst abriegelt. Die Türkei ist aber eines der Länder, die bisher alles daran gesetzt hat, den IS zu unterstützen. Die haben bis jetzt ihre Grenze immer noch nicht dicht. Da gehen jeden Tag so 100 Dschihadisten voll bewaffnet rüber als Nachschub für den IS. Der Ölschmuggel läuft hauptsächlich über die türkische Grenze. Das heißt, wenn man diese Terrororganisation... Sind Sie denn für Militärschläge gegen den IS?
Ich glaube, Militärschläge schwächen den IS nicht. Das erleben wir doch gerade. Sowohl bei den russischen Militärschlägen als auch bei den amerikanischen Militärschlägen kommen vor allem Zivilisten ums Leben. Und auch die französischen, die haben jetzt Raqqa bombardiert. Da wurden Krankenhäuser getroffen, da wurden Kinder ermordet. Und das schürt den Hass in der Region. Ich glaube, man muss ihn konsequent, diesen IS, abschneiden von Finanzströmen, von Waffenlieferungen. Und das ist möglich, wenn man es tatsächlich macht. Aber die Türkei will es ja gar nicht. Ja. Und dass sie kein Interesse am Frieden hat, haben sie ja gestern wieder bewiesen mit dem völlig willkürlichen Abschuss dieses Flugzeuges. Und hier würde ich mir wünschen, dass die Europäer einen viel stärkeren Druck ausüben, sowohl auf die Amerikaner, die ja eine Hauptverantwortung dafür haben, die ganze Region in einen Brandherd zu verwandeln, aber natürlich auch auf die Türkei, dass sie dort nicht ständig querschießen, weil zumindest in der Region, wo der IS noch nicht ist, also in dem Teil Syriens, wäre es durchaus denkbar, dass man in überschaubarer Zeit einen Waffenstillstand hinbekommt. Ich glaube, und dass die Menschen dort auch wieder sicher leben könnten. Ein, und das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Politik, Sie um tatsächlich Fluchtursachen zu bekämpfen. Nein, ich glaube, Sie unterschätzen massiv den IS. Will nur einen Satz sagen. Ich glaube, dass wir militärisch vorgehen müssen. Den eigentlichen Grund, den sehe ich in dem Wahhabitismus, also dieser konservativen Interpretation des Islam von Saudi-Arabien aus. Sicher, da müssen wir ran und auch die weltanschauliche Auseinandersetzung mit dem IS. Aber ist jetzt nicht unmittelbar, unser Thema. Ich darf Sie zurückführen auf 10 Jahre Angela Merkel und würde gerne mit Ihnen. Interessiert mich auch, aber. Gerade nicht, weil ich schauen will mit Ihnen darauf, dass Angela Merkel im Laufe ihrer 10 Jahre, die sie jetzt im Amt ist, etliche Grundpfeiler über Bord geworfen hat, die zum Markenkern der konservativen CDU und CSU gehörten. Aber dass sie das über Bord werfen kann, hat sie schon ein paar Mal gezeigt. Beispiel Atomausstieg. 11. März 2011. Mehrere Kernreaktoren explodieren in Fukushima. Der GAU. Auch für die Bundesregierung. Krisentreffen im Kanzleramt. Merkel entscheidet Ausstieg aus der Atomenergie. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Beispiel Wehrpflicht. Jahrzehntelang einer der Grundpfeiler christdemokratischer Politik. Ende 2010 beschließt das Bundeskabinett unter Angela Merkel die Aussetzung. In Friedenszeiten werden keine Wehrpflichtigen mehr eingezogen. Beispiel Mindestlohn. Jahrelang ein Tabuthema für viele in der CDU. Nach der Bundestagswahl 2013 beschließt die Große Koalition unter Angela Merkel einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Beispiel Frauenquote. Indiskutabel für den konservativen Flügel der Union. Nicht für Angela Merkel. Am 6. März 2015 beschließt der Bundestag, große Unternehmen müssen in ihren Aufsichtsräten künftig einen Frauenanteil von 30% aufweisen. Beispiel qualifizierte Einwanderung. Das nächste Projekt der Kanzlerin? Unser Land ist nach den Vereinigten Staaten das zweitbeliebteste Einwanderungsland. Die CDU spricht man immer nicht so gerne darüber, aber das lernen wir auch noch. Alles Dinge, Frau Kramp-Karrenbauer, die Sie ursprünglich nicht wollte. Hat sie also doch keine echte Überzeugung? Nein, das stimmt nicht. Sie hat ihre Überzeugung, das sind im Übrigen auch die Überzeugungen der CDU. Aber was eine moderne und erfolgreiche Volkspartei ausmacht, ist, dass sie über diese Überzeugungen und Werte immer auch im Lichte der Realität noch mal interpretieren muss. Das wird ganz deutlich bei der Familienpolitik. Die Familie steht nach wie vor im Mittelpunkt auch unserer Politik, aber Sie können Familienpolitik im Jahr 2015 nicht interpretieren wie zu Zeiten von Adenauer. Das funktioniert nicht. Politik nach Stimmungen also? Nein, das ist nicht nach Stimmung, sondern es geht darum, dass eine Volkspartei in der Lage ist, und wenn sie mit einer breiten Zustimmung Volkspartei bleiben muss, die Realitäten wahrzunehmen. Wir können nicht die bestausgebildete Frauengeneration ever haben und sagen, ja, aber Entschuldigung, Führungspositionen, da verlassen wir uns auf freiwillige Regelung. Die Wirtschaft hatte Zeit genug, freiwillig Frauen zu fördern. Sie hat es nicht getan. Es ist vollkommen konsequent, eine Quote einzuführen. Und im Übrigen gehört es nicht
zur Kernkompetenz einer Partei oder zu ihrem Markenkern, ob sie für Windenergie oder für Atomenergie ist. Zu ihrem Markenkern muss es gehören, dass sie in einem hochindustrialisierten Land für eine bezahlbare und sichere Energieversorgung steht. Daran arbeiten wir im Moment. Ja. Ich glaube, mit keinem schlechten Erfolg. Ich sage das auch aus einem Land gerade kommend. Gestiegen, wieder, ne? Ich sage das auch aus einem Land kommend, das eine Industrieregion ist und wo das trotzdem auch gelingt. Und im Übrigen, wenn ich mir eine Welt ohne Atomenergie wünsche, und ich hielte das insgesamt für sicherer. Wie wollen wir denn andere überzeugen, wenn wir es selbst nicht hier hinbekommen? Herr Lindner, waren das? Deswegen und auch ohne Kohle. Und ich kann nur sagen, wir im Saarland sind aus der Kohle ausgestiegen. Wir haben das als CDU zum Thema gemacht und wir haben damit sogar absolute Mehrheiten gewonnen. Also man kann auch unangenehme Themen ansprechen und trotzdem Wahlen gewinnen. Wir hatten zig Beispiele jetzt da, Herr Lindner, wo Angela Merkel mit ehemals geltenden Überzeugungen gebrochen hat. Waren das mutige Entscheidungen einer visionären Kanzlerin auch gegen die Haltung und die Ursprungshaltung der eigenen Reihen? Ja, das sind natürlich sehr unterschiedliche Beispiele, weil manchen kann ich zustimmen. Also denken Sie etwa an die Aufhebung der Wehrpflicht oder Einwanderungsgesetz. Da glaube ich, dass es eine allgemeine Modernisierung ist. Es geht eher darum, ob man das gegen die eigenen Leute dann machen kann und ob das eine Frage von Mut ist. Ich will ja gerade die Beispiele etwas differenzieren und sagen, dass sich an der einen Stelle Modernisierung zeigt, an manch anderer Stelle ich aber die Vermutung habe, es geht doch auch darum, Themen aus der politischen Debatte rauszuziehen. Der frühere Generalsekretär der CDU sprach ja mal von der asymmetrischen Demobilisierung. Und dieses Wortungetüm sollte ja zum Ausdruck bringen, man nimmt einfach, selbst wenn man selber gar nicht dran glaubt, Themen des Gegners auf, damit er damit nicht Wahlkampf machen kann. Das war eine über lange Zeit ja demoskopisch in den Umfragen sehr erfolgreiche Strategie. Und ich habe den Verdacht, sind Sie nur sauer, dass Sie nicht selber drauf gekommen? Nein, gar nicht. Die FDP hat nicht den Ehrgeiz, eine Volkspartei zu sein, sondern wir sind eine Programmpartei. Bei uns ist es genau andersrum. Wir definieren uns darüber, dass wir bei bestimmten Themen eben ganz besonders auf Prinzipien bestehen. Naja. Doch, ist so. Naja. Ist so, also. Ist so, Herr von Gelang. Lassen Sie mir den Punkt mal. Naja. Also, und ich glaube, Sie müssen nicht zu jeder Sache noch einen Kommentar geben. Sondern manche Dinge können Sie auch stehen lassen. Also ich glaube, es mischen sich, niemand streitet Ihnen das ab. Bestimmte Themen sind Modernisierung und manche Themen, glaube ich, sind einem Kalkül geschuldet. Also meine ist große, Sie eine mutige Kanzlerin nein, oder meine nicht? Meine große Sorge ist, dass Frau Merkel in Wahrheit in den innen- und wirtschaftspolitischen Fragen eben kein Konzept verfolgt, das die dauerhafte Stärke unseres Landes erhält bei Energie, bei Fragen der wirtschaftlichen Freiheit. Eine CDU-geführte Regierung, die so massiv mit der Erbschaftssteuer Millionen Arbeitsplätze im Mittelstand belastet. Oh, also bei den Fragen stelle ich mir die Frage wirklich bei diesen Themen, wo ist da bei aller Modernisierung der traditionelle Kompass der CDU, der geprägt worden ist von Ludwig Erhard? Lässt sie sich nur von Stimmungen treiben, Herr von Donani? Nein, aber alle Parteien müssen sich natürlich, da gebe ich Ihnen völlig recht, was Sie eben gesagt haben, müssen sich natürlich auch an die veränderte Welt, anpassen. Also die Welt verändert sich und wer dann meint, er kann Politik machen wie im 19. Jahrhundert oder wie im Beginn des 20., der irrt. Und aber das heißt, sie wäre nicht mutig, sondern sie trampelt hinterher, trampeln hinterher ist das überhaupt nicht. Angesagt ist. Weder bei der, also wenn Sie mal sehen, wie viel Positionen die SPD verändert hat in den letzten 50 Jahren. Also wie sie von, und Frau Wagenknecht würde, die schmunzelt schon, würde das gerne weit ausbreiten, dass die SPD eigentlich ihre Basis, was sie früher mal gesagt hat, weitgehend verlassen hat. Warum? Weil in einem offenen, weltweiten Wettbewerb man sich ökonomisch anders verhalten muss, als wenn man in einem kleinen Lande so mit festen Zollgrenzen und so weiter regiert. Herr Lindner sitzt hier neben uns. Stellen Sie sich mal vor, Sie als Vorsitzender hätten vor 20 Jahren gesagt, wir sollten das Asylrecht einschränken. Da wären Sie doch gesteinigt worden. Gerade Ihre Partei war doch in diesen Fragen, wenn Sie mal an aber Ihre Schule... Aber ich möchte das Asylrecht im Grundgesetz aber nicht natürlich einschränken. Sie sagen, nein. Das muss auf das europäische Niveau eventuell eingedampft werden. Also bitte jetzt erklären Fall Sie nicht auch noch meine Position. Sie erklären die Welt, aber nicht auch meine Position aber Ihre dabei. Position meine Position ist gerade nicht das Grundgesetz verändern. Doch, Sie haben gesagt, die Standards
Standards absenken. Ja, aber durch eine Möglichkeit des, Entschuldigung, das muss ich schon sagen, damit suchen Sie sich einen anderen Punkt, aber nicht Asylrecht. Ausdrücklich aber will haben ich, Sie genannt. Nein, aber ich will hier ausdrücklich am Grundgesetz nichts ändern, sondern will Möglichkeiten im deutschen Recht, die man nur europäisch aktivieren kann, die will ich national gangbar machen. Ja, aber das ist keine Änderung am Grundgesetz. Aber Sie wissen doch, wie Ihre Partei in Fragen der Datensicherheit, in all diesen Fragen ständig sozusagen Positionen bezogen hat, die auch heute unter den gegebenen Umständen so vielleicht nicht mehr haltbar sind. Also seien Sie doch gnädig. Das sagen Sie, weil die SPD umgefallen ist bei der Vorratsdatenspeicherung. Seien Sie doch gnädig mit den Parteien, die regieren und notwendigerweise ihre Politik den aktuellen Verhältnissen anpassen müssen. Ich nehme mal das Problem einer Koalition. Darf ich noch mal fragen? Ich glaube, ja. Ist sie eine bedeutende Kanzlerin? Angela Merkel, wir gehen weg von der Grundfrage. Ja. Ich hatte nach dem Mut gefragt, nach den Visionen, danach, ob sie sich nur von Stimmungen leiten lässt und keine Überzeugung hat. Jetzt sammle ich es mal zusammen. Ist sie eine bedeutende Kanzlerin? Also in erster Linie, glaube ich, lässt sie sich von Einsichten, von Erkenntnissen treiben. Und das ist ja wichtig, dass man versucht, etwas zu verstehen und dann richtig zu machen. Das gilt übrigens auch für Herrn Gabriel aus seiner Sicht. Also das ist gilt für die Parteien, wenn sie gut geführt werden. Auch für Herrn Lindner würde ich das zugeben. Oder? Ja. Ich widerspreche Ihnen diesmal nicht. Okay, sehr gut. Also, insofern sage ich mal, was heißt Mut? Man muss versuchen, in bestimmten Positionen das zu machen, was man für richtig hält. Im Augenblick ist Frau Merkel, wie Sie mit Recht sagen, unter Druck mit dieser Flüchtlingsfrage. Sie hat das richtig entschieden, finde ich. Übrigens gemeinsam mit dem Koalitionspartner. Die SPD würde sich sehr ärgern, wenn man sagen würde, das sei nur eine Entscheidung von Frau Merkel gewesen, diese offene Tür zu machen in dieser Situation. Und nun kommt sie unter einen bestimmten Druck, auch in der Öffentlichkeit, und sie zeigt, dass sie Stehvermögen hat. Aber man muss nicht immer in allen Fragen mutig voranschreiten, wenn man zum Beispiel einer Koalition zu tun hat. Und in der Koalition, Frau Merkel hätte, wenn sie absolute Mehrheit bekommen hätte, vermutlich keinen Mindestlohn eingeführt. Aber es gab eben eine Stand Koalition. Stand doch im CDU-Wahlprogramm. Aber ich glaube doch, also sag mal, ein Politiker, der sich nie selber korrigiert, ja, der ist einfach ein Sturkopf und wahrscheinlich auch nicht sehr erfolgreich. Aber ein Politiker, bei dem überhaupt keine Linie konsistent erkennbar ist, der ist natürlich schnell in der Gefahr, beliebig zu werden. Und ich glaube, das Problem vieler Parteien, das gilt eben auch für die SPD, gilt für die CDU, gilt mit Verlaub, Herr Lindner, auch für die FDP, ist das nur nicht für die Linke, sagen Sie als objektive Beobachterin. Ja, ich glaube schon, dass man muss unsere Auffassung nicht teilen, aber dass sie eine gewisse Konsistenz haben und wir daran festhalten, das würde kann Herr man Bartsch wirklich genauso nicht sagen bestreiten. Ja. Ich glaube, das würde er ganz genauso sagen. Er meint nur andere Positionen. Das Problem ist, um das jetzt noch mal deutlich zu machen, ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass sich viele Leute auch von der Demokratie abwenden, dass sie nicht mehr mit wirklichen politischen Konzepten zu tun haben. Also sie können diese Koalition wählen oder jene. Wir hatten Schwarz-Gelb, wir hatten immer wieder große Koalitionen. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal Schwarz-Grün. Es ist immer im Wesentlichen die gleiche Politik und es ist eine relativ beliebig gewordene Politik. Und das ist dann der Punkt, wo es eben nicht mehr eine Flexibilität ist, nicht mehr eine Modernität, sondern wo einfach auch Demokratie kaputt geht, weil man nicht mehr mit Konzepten zu Wahlen antritt und die Menschen auch die Entscheidung haben zwischen unterschiedlichen Politik. Es gibt keine realistische Regierungskonstellation. Aber wir haben mit Ihnen Unterschiede. Ja, aber es gibt keine realistische Regierungskonstellation, die aktuell beispielsweise zu dem steht, was früher mal sozialdemokratische Kernthemen waren, eben gute Arbeit, ordentliche Löhne, gute Renten, sondern das ist keine Regierungskonstellation. Wenn wir das alleine vertreten, jeder weiß ja, dass wir nicht die nächste Bundesregierung oder zumindest nicht den Bundeskanzler stellen. Und deswegen ist das ein Problem, dass es keine Auswahl mehr bei Wahlen gibt zwischen wirklich unterschiedlichen Konzepten. Da wird Politik beliebig und da ist eben tatsächlich, dass sich viele Leute abwenden, weil sie sich fragen, warum sie noch zur Wahl gehen sollen. Das ist die falsche Reaktion. Aber die Ursache dafür ist eben dieses völlige Profilloswerden von Parteien. Und das sehe ich schon als großes Problem. Personen, in dem Fall von der Kanzlerin, sagen Sie da auch, die ist beliebig? In ihren Haltungen? Na, zumindest hat sie kein sehr konsistentes Profil. Also sie ist ja nie mit irgendeinem Konzept angetreten oder irgendeinem Plan. Sie hat nicht gesagt, sie will das oder jenes. Das muss man dann noch nicht mal richtig finden. Aber wir hatten früher Bundeskanzler, ob das Brandt war, oder wir hatten Kanzlerkandidaten, ob das Strauß war. Um jetzt mal wirklich zwei zu sagen, wo man weiß, dass ich den einen sicherlich nicht besonders gemocht habe. Aber das waren Konzepte, das waren Persönlichkeiten. Da wusste man, wofür sie stehen. Damit sind sie angetreten. So, und das hat sich
sich inzwischen völlig relativiert. Das hat eben auch vor allem mit der Entwicklung natürlich auch der SPD zu tun, aber eben auch bei der CDU. Es ist alles, sag mal, es ist alles möglich, man macht alles, man guckt, wie die Stimmung ist. Und am Ende hat man aber gar keine langfristige Strategie. Man will irgendwie immer die nächste Wahl überleben. Aber das reicht doch nicht. Also stellt man sich doch nicht den Problem. Auf die Gefahr hin, dass mir jetzt unterstellt wird, ich hätte sozusagen keinen Kompass und keine Werte. Ich will nur mal sagen, bei all dem, was jetzt sehr theoretisch diskutiert worden ist, wenn ich mir die Bilanz von 2005 bis 2015 anschaue, in den Parametern, die die Menschen interessieren, also zum Beispiel Arbeitslosigkeit, da ist die Quote halbiert worden. Wir haben ein hohes Wachstum, wir haben einen Anstieg von Reallöhnen und mit Verlaub beim Mindestlohn. Wir hatten ein sehr intelligentes Modell als CDU entwickelt. Es wäre möglich gewesen, das unter starker Einbeziehung der Tarifpartner bei der schwarz-gelben Regierung umzusetzen. Das wäre aus meiner Sicht der bessere Weg gewesen als die gesetzliche Regelung, die wir heute haben. Trotzdem muss ich sagen, war immer ein Verfechter auch einer Lohnuntergrenze, wenn wir heute, und das ist gerade ein aktueller Befund, fast 70% der Menschen in Deutschland sagen, sie halten es für richtig, dass es eine Lohnuntergrenze gibt, dann glaube ich, kann man nicht sagen, das ist beliebig, sondern das ist etwas, was auch unter den Gesichtspunkten der Gerechtigkeit empfunden wird. Glauben Sie nicht, dass viele Erfolge von Frau Merkel auch auf das Konto von Gerhard Schröder gehen? Jede Regierung steht im Positiven und im Negativen immer auf den Schultern der Vorgänger. Das wird auch bei Nachfolgern so sein. Wichtig ist, dass das, was wir jetzt entsprechend auch aus der Vergangenheit positiv entwickelt haben, für die Zukunft weiterentwickeln. Und das werden wir schaffen. Und wir schaffen jetzt aufzuhören. Danke, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank.